Hallo zum nächsten Video. Ich habe mir den Gregor geschnappt und wir wollen euch jetzt erzählen, wie das bei der Core-IT mit Fort- und Weiterbildung abläuft. Ich würde sagen, Gregor, fangst du mal an. Ja, vielen Dank. Für mich sind eigentlich so drei Punkte bei uns wesentlich. Das sind zum einen die Community-Treffen, die wir zum einen besuchen, aber auch selbst organisieren. In Leipzig beispielsweise organisiere ich die Coding-Dojos und auch jeden Oktober mit den Developer Open Space als so Unkonferenz ohne Agenda. Da komme ich auch gleich zum zweiten Punkt, Konferenzen. Wir selber besuchen natürlich auch Konferenzen und das nicht nur hier im Bundesgebiet, sondern tatsächlich auch international. Diesen Mai war ich beispielsweise in Amerika, habe da die ng-conf besucht. Das ist die weltweit größte Konferenz für Angular, alles um Angular rundherum, AngularJS, Angular 2. Und da war ich wirklich sehr stolz, dass ich damit auch dabei sein durfte und dass das vor allem auch die Core-IT unterstützt hat. Also ich wurde dafür freigestellt, musste gar keinen Urlaub nehmen, weil es ja auch dem Unternehmenszweck gedient hat. Ja, und der dritte Punkt ist so, ja, wie bilden wir uns weiter so on the fly, wenn wir jetzt gerade mal vielleicht ein bisschen Leerlauf haben oder Freiräume haben dafür, um uns weiterzubilden. Da setzen wir sehr stark auf Webcasts, die kaufen wir auch sukzessive zu, wenn wir da was brauchen. Oder lesen uns einfach Artikel oder Tutorials durch. Und dafür haben wir auch immer fest Zeit eingeplant, damit wir uns immer weiterentwickeln können. Das sind halt eigentlich so meine Highlights gewesen. Uli, hast du jetzt noch was? Kannst du was ergänzen? Ja, ich kann mal ein Beispiel nennen. Das war ein guter Stichpunkt. Diese Online-Kurse, da gibt es ja auch zig kostenlos. Ich habe kürzlich beim Open Hasso-Plattner-Institut einen Kurs zu, zweiwöchigen Kurs zu Startups gemacht, IT-Startups. Passt ja nun gar nicht, ne? Das war also sehr cool und das plant aber auch jeder für sich selbst so ein bisschen, ne? Das sind wir schon am Überlegen, ob wir das vielleicht so einen zentralen Tag einführen, aber bisher läuft's ganz gut und wo etwas gut läuft, brauchen wir es auch nicht unbedingt verbessern, aber wir sind ja immer so ein bisschen in der Reflexion, ja, ob wir da noch was machen sollten. Und dann vielleicht mal noch so zum Thema Bücher und Fachzeitschriften, die wir ja auch abonniert haben. Wir verwenden aber inzwischen immer mehr den Kindle. Jeder Mitarbeiter bekommt einen Kindle und kann dann auf die lizenzierten Bücher bei Amazon zugreifen. Und vielleicht noch so als letzter Punkt zu Schulungen. Wir besuchen natürlich auch klassische Schulungen, also sprich, wo so ein Trainer dabei ist und man dann so in der Gruppe eben so ein Thema arbeitet. Da kann ich vielleicht kurz erzählen, da war ich kürzlich bei einem Seminar zu Change Management, das 3 Tage ging in Durlach, das war richtig sehr gut. Und da läuft es auch so, dass es jeder selber für sich organisiert und einfach entscheidet, was passt zu mir oder was möchte ich jetzt gern machen, wofür interessiere ich mich. Und da haben wir auch kein fixes Budget, weil es funktioniert einfach so, ja. Das heißt, jeder hat ein Auge drauf und dann brauchen wir da auch gar kein fixes Budget oder irgendwelche lange Genehmigungsprozesse. Ja, das war jetzt mal so von uns was. Schreibt uns gerne die Fragen und dann bis zum nächsten Video.